Hi Leute, hier ist wieder Sven vom Case Tester Blog. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier das Samsung Galaxy A71 liegen und in diesem Video geht es einmal um alle drei Arten von Displayschutz, die es so gibt für das Galaxy A71, aber auch für das A51. Das A51 ist eigentlich gleich, hat nur ein 6,5 Zoll Display, das hat ein 6,9 Zoll Display. Dieses Video könnt ihr also für beide Handys benutzen. Ja, wie gesagt, ich habe mir alles bestellt. Ich habe hier einmal eine Schutzfolie dabei, einmal ein großes Panzerglas mit schwarzem Rahmen und einmal ein bisschen kleineres Panzerglas ohne schwarzen Rahmen. Das Ganze habe ich wieder getestet für euch auf Schutzoptik, die Montage, Kompatibilität mit Galaxy A51 bzw. A71 Höhen und natürlich das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich muss vorab aber schon mal sagen, dass dieser Test für mich ziemlich enttäuschend war. Ja, wie soll man sagen, alle davon haben nicht wirklich funktioniert. Deshalb seht die Rangliste, die gleich kommt, auch nicht zu ernst an. In einem Glas habe ich allerdings einen Hoffnungsschimmer, dass ich hier wirklich nur eine Fehlproduktion erwischt habe. Ja, aber auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Oben auf ein i klicken, dort kommt ihr zu meinem Blog, dort könnt ihr die Sachen kaufen oder auch unten in der Videobeschreibung ist ein Link dazu. So, viel Spaß mit dem Video. So, auf dem letzten Platz ist diese Schutzfolie hier von Rinke gelandet. Die habe ich bei Amazon gekauft für 9,99 Euro. Da sind zwei Stück drin und auch Zubehör. Eine ist natürlich schon weg, die habe ich schon im Voraus getestet. So, ich klebe das Ganze jetzt mal drauf, dann kommen wir zu den Vor- und Nachteilen zu sprechen. So, jetzt kommen wir auch schon zu den ersten Nachteilen. Ihr habt hier solche Sticker leider nicht mit dabei, damit man auch wirklich die letzten Staubreste rausholen kann. So, als erstes ziehen wir diese Folie ab. Die ist einfach nur dazu da, dass wir das Ganze mal richtig ausrichten können. Und ich sehe schon, da ist schon wieder ein kleiner Staubkorn. Und jetzt sind noch mehr drauf. Also hier fehlt leider dieser Sticker. Ich benutze ihn jetzt aber extra nicht. Ja, hier können wir lange machen. Pusten bringt auch nichts. So, jetzt kommen wir zum ersten Problem und zwar dem Ausrichten. Man kann sich hier leider kaum ausrichten, weil man keinen Anhaltspunkt hat wie eine Notch oder sonstiges. Das heißt, das Ganze muss ziemlich freihändig geschehen. So, das ist einigermaßen gerade. Dann streichen wir das Ganze jetzt mal ein bisschen fest. Vielleicht müssen wir sowieso noch Trägerfolien darunter abziehen. So, jetzt müssen wir die erste Folie abziehen und dann die zweite und dann klebt es richtig. Das Problem ist, normalerweise müsste man die von hier abziehen können. Man muss das nämlich wieder hochklappen. Und dann muss man die Folie hier abziehen. Das Problem ist jetzt aber, ich ziehe jetzt die obere Folie ab, die gar nicht abgezogen werden muss, sondern hier unter ist noch eine Folie. Die klebt aber so fest da dran, dass ich hier mit einem Fingernagel rein muss und dabei die Hülle, die Folie meine ich, schon ein bisschen zerstöre. So, seht es selber, da ist jetzt natürlich schon richtig lang an der Luft. Das heißt, Staubpartikel sind da sowieso schon wieder drunter. Aber gut, jetzt muss man das Ganze von hier einmal richtig rausstreichen. So, das Ganze machen wir jetzt nochmal auf der anderen Seite. Und auch hier haben wir wieder das Problem, dass wir das Ganze von oben abziehen müssen. Und auch hier müssen wir wieder mit dem Fingernagel drunter. Haben wir es sonst anders gar nicht abbekommen. Und auch hier ist die jetzt wieder ein bisschen kaputt. Na komm. Ja, ihr seht es selber, die Montage ist ja wirklich ein bisschen für den Arsch. So, jetzt muss ich das Ganze von hier dran kleben. So, und hier oben seht ihr, wie ich mit dem Fingernagel da drunter gehen musste. Und das wird auch nie wieder richtig kleben. So, die Dinger sind dran. Jetzt ziehen wir einmal das obere ab. So, und jetzt müssen wir die Ränder rankleben. So, auf der anderen Seite auch.
So. Streich mir nochmal die letzte Luftblase hier raus. Ja, so schaut das Ganze direkt nach der Montage aus. Bei Folien müsst ihr ungefähr so 24 Stunden warten, dann gehen auch die letzten Luftbläschen eigentlich raus. Hier ist es allerdings nicht der Fall. Ich blende euch nochmal kurz ein Bild ein, wie das bei mir nach 24 Stunden aussah. Dann könnt ihr das Ganze mal betrachten. Ja, wir starten jetzt aber mal einfach mit den Vorteilen. Also hier wird die ganze Front plus Rahmen bedeckt. Das geht wirklich bis hier hinten rüber. Das ist eigentlich ganz schön. Das ist auch die erste Folie, die ich überhaupt sehe, die wirklich über den Rahmen rüber geht. Auch der Fingerabdrucksensor funktioniert hier noch problemlos. Ihr seht es selber. Hier gibt es keine Probleme. Und der Gesichtsscanner funktioniert auch noch. Ich mache es mal kurz an der Kamera vorbei. Na, komm. Der will mich jetzt natürlich nicht erkennen. So, jetzt hat es funktioniert. Das ist ein bisschen blöd, weil die Kamera natürlich hier oben hängt. In meinem Test hat das aber hervorragend funktioniert. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Nachteilen. Die Montage ist ziemlich schwierig, wie ihr gerade gesehen habt. Ein Laien würde ich das jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ihr seht, das Ganze ist auch nicht wirklich perfekt. Hier sind wirklich viele Luftblasen drin, die am Schluss auch nicht mehr rausgehen. Der zweite Nachteil ist, die Folie klebt viel zu stark an diesem Trägerpapier. Ihr habt gesehen, ich musste hier mit dem Fingernagel runter und genau dadurch habe ich jetzt hier solche Dinger drin und hier genauso. Und das geht auch nicht mehr weg und das sieht einfach hässlich aus. Was hier noch ziemlich blöd ist, ich habe keine Ahnung, was die Ingenieure oder wie die sich nennen hier gemacht haben. Hier ist der SIM-Karten-Slot, wo auch die SD-Karte reinkommt. Der wird einfach komplett mit der Folie überdeckt. Das heißt, wollt ihr hier irgendwas wechseln, müsst ihr euch eine neue Folie kaufen und das ganze Spiel hier von vorne machen. Nächster Nachteil, diese Sticker hier fehlen. Also diese kleinen Aufkleber, womit ihr nochmal über das Display rüber geht und die letzten Staubpartikel hier runterholt, wie ich gerade versucht habe, irgendwie die noch ein bisschen wegzuwischen. Ja, das ist ein bisschen blöd. Wenn ihr die nicht zu Hause habt, dann keine Ahnung, was man machen soll. In meinem Test vorher hatte ich die aber benutzt, aber einen Unterschied hatte ich jetzt auch nicht gesehen. Und das Ganze ist natürlich ein bisschen blöd wegen den Blasen, weil die gehen wie gesagt nicht weg. Ich habe euch ja gerade schon ein Bild eingeblendet. Also, naja, ich glaube nicht, dass jemand so rumlaufen möchte mit seinem neuen Smartphone. Ja, das war mein Platz 3. Kommen wir mal zu Platz 2. So, auf Platz 2 ist dieses Panzerglas hier von Utection gelandet. Das habe ich bei Amazon gekauft für 7,99 €. Zwei Stück sind in einem Set. Zubehör ist auch hier drin, alles dabei. Ich habe allerdings noch keins davon aufgeklebt, weil das Problem an diesem Panzerglas ist, es ist ein bisschen zu klein. Ich weiß nicht, ob man es jetzt in der Kamera sieht. Ich blende aber gleich nochmal ein Bild dafür ein. Wenn ich das Ganze hier so rüber halte, ihr seht selber. Der schwarze Rahmen bedeckt dann leider einen Teil vom Display. Damit haben auch andere Probleme, wie ich gelesen habe, in den Amazon-Bewertungen. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, das Ganze auszutauschen. Aber so wie ich gesehen habe in den Bewertungen, einfach mal dem Supporter schreiben und dann tauschen die das, denke ich mal, aus. Weil sonst sind diese Panzergläser nämlich eigentlich immer bei mir auf den ersten Plätzen zu finden. Weil durch diesen schwarzen Rahmen wird natürlich komplett alles bedeckt. Und hier sammelt sich natürlich ein bisschen Schmutz und Staub mit der Zeit unter. Aber der schwarze Rahmen verdeckt es halt einfach. Hier in diesem Test leider dann nur auf Platz 2. Also wenn ihr es bestellt und es ist zu klein, schreibt auf jeden Fall mal den Support an. Ich werde es jetzt nicht aufkleben, weil es passt halt nicht und verdeckt ein bisschen das Display. Ja, das war mein Platz 2. Kommen wir mal zu Platz 1. So, Platz 1, wenn man es so nennen darf, auch hier gibt es leider Probleme, ist das von Omoton gelandet, das Panzerglas. Auch hier sind zwei Stück in einem Set drin. Nee, nicht zwei Stück, sondern sogar vier Stück für 7,99 €. Der Preis ist also wirklich günstig, wahrscheinlich aber daher, weil man so viele Fehlproduktionen dazwischen hat. Ich weiß es nicht. Aber ich würde auf jeden Fall auch hier mal dem Support schreiben, wenn damit was nicht in Ordnung ist. Ich klebe das Ganze jetzt mal drauf. Ich habe schon drei Stück davon benutzt und dreimal hatte ich ein Problem gehabt. Mal gucken, ob es auch beim vierten jetzt so sein wird.
So, das Ganze ist montiert. Es sieht nicht perfekt aus. Zu den Nachteilen kommen wir aber gleich. Wir starten jetzt erstmal mit den Vorteilen. Also hier wird die ganze Front bedeckt. Das geht wirklich hier ganz schön bis zum Rand hin. Habt ihr noch eine Hülle drum. Braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass da irgendwas offen liegt. Das Ganze, wenn es denn mal richtig montiert ist, was ich leider auch beim vierten Mal nicht hinbekommen habe, ist es eigentlich fast unsichtbar. Der Gesichtsscanner funktioniert auch noch. Ich mache es mal eben wieder an der Kamera vorbei und hoffe, es klappt. Ja, hier hat es sofort geklappt. Das ist auch kein Problem. Das Ganze ist natürlich mit 7,99 € für vier Stück ziemlich günstig, aber ich habe da ja gerade schon was zu gesagt. Der Touchscreen funktioniert auch noch problemlos, genauso wie auch der Fingerabdrucksensor. Ich habe ihn nochmal neu eingespeichert gehabt, beim letzten Mal schon, aber hier ist alles gespeichert geblieben. Wie ihr sehen könnt, der Touchscreen funktioniert auch ganz normal. Auch hier gibt es keine Beeinträchtigung. Ja, das waren die Vorteile. Kommen wir mal zu den Nachteilen. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, warum hat er denn nicht diese Schablone hier benutzt? Ja, die habe ich beim ersten und zweiten Mal benutzt. Das Problem ist, es passt auch alles. Aber wenn ihr das Panzerglas dann da reinlegt, ist das Ganze ein bisschen nach rechts verrutscht. Das heißt, ihr habt dann hier, habt ihr denn so einen schönen dicken, so eine dicke Wulz, wo das Ganze nicht richtig klebt, weil das Display hier auch noch ein bisschen abgerundet ist. Und da sammelt sich natürlich dann schön viel Staub und Schmutz drunter. Ist natürlich nicht so das Feine, das heißt, ihr müsst es wirklich so ausrichten und deshalb muss ich es gerade auch nochmal hochnehmen, weil es nicht perfekt gepasst hat, weil man kann sich beim A71 oder auch A51 leider nirgendwo ausrichten mit solchen Panzergläsern. Ihr seht, das Einzige, was man hier hat, ist die kleine Notch hier oben, aber da kann man sich ja schlecht drauf ausrichten, wenn man hier kein Loch im Panzerglas hat. Ja, der nächste Nachteil sind die Lufteinstöße. Ihr seht es, hier habe ich einen Staubeinschluss, das ist sozusagen meine Schuld, aber hier und hier haben wir einen Lufteinstoß, sonst habe ich sie immer oben gehabt. Und das Problem ist an diesen Lufteinstößen, so, hier seht ihr es, ich versuche mal kurz da drauf zu bleiben mit dem Licht, den kann ich rausdrücken, wie ich will, zum Rand, auch ganz langsam, egal wie ich es mache, er kommt sofort wieder. Da ist er wieder. Und hier haben wir halt dasselbe Problem. Die ganze Zeit hatte ich es hier oben gehabt, jetzt habe ich es hier. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich sind diese Panzergläser nicht ganz plan gemacht. Deshalb ist auch mein Hoffnungsschimmer, dass wahrscheinlich hier so eine Fehlcharge dabei ist oder sowas. Ich hoffe es. Ja, das ist auf jeden Fall mein Platz 1. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, werdet Abonnent und natürlich wie immer bis zum nächsten Video.